Hallo. Hallo, warm Was heute, kriegt was? Oh nein, nicht noch so ein Gringo. Das war's mit der Nachbarschaft. Ich bin nicht Ringo, ich bin Larry. Larry Leffer. El Rey. Nette Insel hier. Das war sie einmal. Doch dann kamen die Gringos, haben sich hier breit gemacht und uns die Jobs geklaut. Wir haben eine Mauer gebaut. Und Sie werden dafür bezahlen. Lefto ist ja ganz in Ordnung, aber wir können doch nicht alle Flüchtlinge aus New Lost Wages aufnehmen. Alles wird wieder einmal werden, wie es war. Wenn die Prophezeiung eintritt. Beißen die Alpakas? Nein, aber wenn du ihnen zu nahe kommst, werden sie dich mit einem Power Slam auf den Boden rammen. Aha. Was hältst du von Lefto? Er glaubt, wir wüssten nicht, dass er ein Gringo ist. Wir lassen ihn in diesem Glauben. Bis später, Elroy. El Rey! Okay, ich habe mal Tomaten. Die ist ganz grün und hart. Genau wie Larry. Die ist nicht reif. Könnte noch ein bisschen Sonne vertragen. Müssen wir die in die Sonne legen? Ich fürchte, die würden mich nur anspucken. Alpaka Dunsch. Ich soll das mitnehmen? Einfach so? Mit nackten Händen? Klar mache ich das. War klar. Vielleicht können wir das lässt sich nicht entweder damit düngen. Langsam. Dafür habe ich wirklich keine Verwendung. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht runterholen kann. Denn. Dafür habe ich wirklich keine. Und da. Dafür habe ich wirklich. Und da. Da komme ich nicht ran. Oh, viel zu schwer für mich. Oh, viel zu. Ich fürchte, die würden mich nur anspucken. Können wir nicht mit denen reden? Ich fürchte, die würden. Schade. Was steht da an der Wand? Das ist unsere heilige Prophezeiung, die schon seit Jahrhunderten an dieser Wand steht. Kannst du sie übersetzen? Die Alpakas werden sich vor dem Mann in Weiß verneigen, der im Licht der Morgensonne steht. Und dann werden die Gringos von der Insel vertrieben und es wird Frieden einkehren. Was bedeutet das? Habe ich versehentlich Spanisch gesprochen? Es bedeutet, dass die Alpakas sich vor dem Mann in Weiß verneigen werden, der im Licht der Morgensonne steht. Und dann werden die Gringos von der Insel vertrieben. Aha. Und es wird wieder Frieden einkehren. Das war jetzt sehr hilfreich. Bis später, El Rey. So, vielleicht können wir das jetzt in die Erdbeere irgendwo einpflanzen. Der unfruchtbaren Erde, die wir fruchtbar machen können mit Dunk. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie gießen. Das hat besser funktioniert, als ich erwartet. Die Kräuter sehen alle unterschiedlich aus. Die Kräuter sehen. Das hilft mir nicht. Können wir nicht pflanzen? Können wir vielleicht hier irgendwo die Tomate auf den flachen Stein legen? Hoffentlich wird die hier nicht gekocht. Und vielleicht mit dem Kräuterbeet. Ja, hier sind Bilder von den Kräutern drin. Mal sehen. Das müsste Koriander sein. Okay. Koriander.
Jetzt gehen wir ein bisschen umher. Kehren wieder zurück. Tomate bestimmt reif geworden. Ja, natürlich. Was auch sonst. Die ist jetzt richtig sonnengereift. Okay, ich glaube, dann haben wir alles zusammen, oder nicht? Einmal nachlesen. Hier ist ein Rezept für Original Cancun Guacamole. Dafür braucht man eine Avocado, eine sonnengereifte Tomate, etwas Zitronensaft, frischen Koriander und eine Prise Salz. Alles klein schneiden und miteinander vermengen. Klingt einfach. Zu jeder Zutat gibt es ein kleines Bild. Hier steht noch das Lieblingsessen von Cancun Alpakas. Aha. Muss was nur klein hacken. Das lässt sich nicht. Das wird. Das hilft. Ich glaube, es ist ein Mixer geben. Hey, Finger weg! Okay, der hat aber gerade ziemlich gebackt. Ich muss nur kurz. Ich kann nicht riskieren. Es geht. Ich habe hier ein tolles Guacamole-Rezept. Ach ja? Das wäre auch für mich interessant. Die Leute hier stehen auf sowas. Nur der Alpakas. Ich überlasse dir das Rezept. Hm, vielleicht würde das mein Geschäft richtig ankurbeln. Okay, dann mal los. Mach den Mixer nur nicht kaputt. Okay, aber vorher erstmal ganz dringend einmal speichern. Das will ich nicht nochmal machen. Das wäre ein Albtraum, wenn jetzt das verpacken würde. Wer macht denn eigentlich eine Tomate? Zitronensaft. Ein paar Spritzer Zitrone. Koriander, sofern ich das Kraut richtig identifiziert habe. Na, hoffentlich. Ein wenig Salz. Eine Prise Salz. Das ganze Salz und Avocado. Ob es gefährlich ist, dieses Ding aufzuschneiden? Ich schmeiße sie sicherheitshalber komplett rein. Na toll. Der arme Mixer. Das sollte alles gewesen sein. Dem Kochbuch zufolge sind nun alle Zutaten im Mixer. Jetzt muss ich alles noch mixen. Hoffentlich waren da keine Reste von Lefties neuer Bierkreation drin. Garantiert war es das. Mit den Händen möchte ich sie nicht. Ich brauche ein Behältnis. So kann man einen Eimer oder eine Spitze. Ich fülle die Guacamole in den Eimer. Eimer mit Guacamole. So, Guacamole für euch. Futter! Alle Alpakas antreten! Ich fürchte, die würden mich nur anspucken. Okay. Okay. Bis später, Elroy. Elroy! Was können wir jetzt tun? Können wir irgendwie die hier... Das hilft. Das lässt. Das ist. Das hilft. Natürlich geht das. Jetzt ist es in der Spritze. Ich hoffe, das Bier ätzt sich nicht durch. Vielleicht kann sich das durch was anderes durchätzen. Haben wir hier irgendwas?
was damit anätzen können. Das könnte reichen, ein Loch in das Segel zu ätzen, aber nur, wenn ich eine Schwachstelle finde. Die ganze Geschichte hat noch nicht den Höhepunkt erreicht, aber ich spritze trotzdem schon mal ab. Aha. Okay, das war wirklich ätzend. Alles klar. Ich fürchte, die würden mich nur anspucken. Was haben wir damit jetzt erreicht? Dafür habe ich wirklich keine Verwendung. Und das ist ausnahmsweise etwas, das ich nicht runterholen kann. Mal sehen, was passiert. Er hat die Prophezeiung erfüllt. Halt's auf. Er stimmt, ist der dass Mann, die Hackers die. Ach du, ja. Wenn ich das gewusst hätte, verzeih mir, du sollst fortan bekannt sein als El Larry. Aha. Und jetzt ist diesen Kaktus. Ah ja. Ein Kaktus. Danke, ich hatte heute Morgen erst Kaktus. Aber nicht so frischen wie diesen. Warum sollte ich einen Kaktus essen? Es ist ein Teil der Prophezeiung. Der Mann in Weiß muss den heiligen Kaktus essen, damit seine Sinne geschärft werden und er der letzten Bedrohung entgegentreten kann. Immerhin klingt das überhaupt nicht mysteriös. Klar, her damit. Hier, nimm. Ein bisschen pieksig im Abgang, aber... Okay. Ziemlich salzig. Ich fühle... Na, großartig. Das sind also geschärfte Sinne? Der Kaktus hat dir neue Fähigkeiten verliehen, El Larry. Du kannst nun mit den wundervollsten Wesen auf Erden reden. Hey, willst du was? Klar will ich was. Dann spuck mir doch einfach ins Maul, du Tier. Oh ja, gib mir Tiernamen. Du Kamel. Oh, du musst es natürlich wieder übertreiben. Jetzt kann man einfach reden. Ich glaube, der Gringo kann uns verstehen, Compadre. Ay, Dios mio, was war in der Guacamole? Dann ist es also wahr? Ja, der Gringo ist der Larry. Wir verstehen uns. Erlaube es uns, dass wir uns vorstellen. Wir sind... Alparca und... El Ingulado. Natürlich. Es ist unsere heilige Pflicht, dem Auserwählten den Weg zu weisen. Ein Geheimgang führt durch den Kamin in Los Leftos hinter die Mauer. Um ihn zu öffnen, musst du einen uralten und verborgenen Mechanismus betätigen. Einen Hebel neben dem Kamin. Begib dich zur Villa und erfülle dein Schicksal. Hast du das alles verstanden? Ins Feuer springen, in Rauch verwandeln, durch den Schornstein fliegen, verstanden. So in etwa. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Danke. De nada. Easy. Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Okay. Sollen wir einen Brunnen springen oder was? Da geht es aber tief. Ich hab nicht zugehört. Deine Sensoren registrieren dort dein Niveau. Ein Geheimgang führt durch den Kamin in Los Leftos. Um ihn zu öffnen, ein Begib... Okay. Geheimgang.
Geheimer Mechanismus. Das muss der Mechanismus sein, von dem die Alpakas gesprochen haben. Natürlich. Ein geheimer Durchgang. Das muss BJs Villa sein. Die Alpakas haben gesagt, dass ich mein Schicksal erfüllen muss. Faith, ich komme. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Ja, sonst denken die Leute, ich hätte was mit dir zu tun. Was ist das denn für ein Ding? Was für ein Ding? Energizeig. Okay. Gießkanne rückwärts. Ach, Alter. Alter Schwede. Okay, ein ungewöhnlich hohes Radiogramm. Ein riesiges Teil. Eine Auberginenpflanze. Sehr buschig. Ah, die hängt zu fest an der Pflanze. Ich bekomme sie nicht ab. Aha, vielleicht können wir... Das ist gut so, wie es ist. Vielleicht können wir sie radieren. Das hilft mir nicht. Vielleicht können wir sie hier gießen. Mal sehen, was passiert. Wow. Das Ding hat der Pflanze das komplette Wasser entzogen. Jetzt ist sie ganz schön schlapp geworden. Ah, okay, das ist ein Rückwärtsgießen, deswegen. Alles klar. Das ist leichter, als ich erwartet hätte. Gensche Aubergine. Ich habe einen Boot. Nichts da. Ich bin froh, hier zu sein. Und das war hier was mit Fahrzeichen. Eine Penisfliegenfalle. Oh nein, die würde mir wahrscheinlich den ganzen Arm abbeißen. Ich habe die Lektion gelernt, dass man die Finger nicht sofort in jede Öffnung stecken sollte. Du machst trotzdem. Bitter, bitter. So findet es jedenfalls die Pflanze, als sie Larry probiert. Sie hofft, dass sie sich nicht vergiftet hat. Und überhaupt ist das moralisch ein Fleisch. Esser zu sein. Sie beschließt fortan eine vegetarische Pflanze zu sein, dann auch Larry und so weiter. Können wir vielleicht was Vegetarisches reinwerfen? Ja, das sollte passen. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Jetzt kann ich draufklettern, aber dieses Fenster ist zu. Durch dieses Fenster könnte ich in die Villa gelangen. Ja, durch das aufgemalt Fenster. Ist das Fenster aufgemalt? Ich bin sehr verwirrt. Ich kann was aufradieren. Jetzt habe ich's. Ich muss einfach nur... Das war alles sehr merkwürdig. Okay. Aber das Fenster ist jetzt offen. Sieht sicher aus. Was? Wie bin ich denn jetzt... Ach... Auch egal. Dann mal los. Faith, ich komme. Wow. BJ hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ah, oh, verdammt, ich komme nicht nach unten. Wie sind wir hier reingekommen? Diese Seite der Treppe wurde gerade gewischt. Und die andere frisch gestrichen. Was soll ich jetzt machen? Faith, ich will mich entschuldigen. Oh, weia. Warte. Sie reagiert nicht. Als ob. Da drin reden zwei Tentakel miteinander. Das finde ich eklig. Schöne Anspielung. Das sieht nach dem Labor von Professor Asimut aus. Da ist sie. Baby, warte! Warum hört sie mich nicht? Wir folgen ihr durch die Türen.
BJ darf mich nicht finden. Was ist mit BJ? BJ muss Faith bedroht haben oder so etwas. Die Arme. Der wird was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Was mache ich denn jetzt? Also. Ey, Süße, jetzt warte doch mal. Ich muss in den Geheimraum. Aha, der Geheimraum. Hinter dem Gemälde. Wo ist sie jetzt hin? Sie ist nicht wieder hochgegangen. Sie muss irgendwo hier unten sein. Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Ein versteckter Schalter. Kaum zu erkennen. Ein geheimer Schalter. Da war eine Tür dahinter. Die ging einfach auf. Dahinter ist alles dunkel. Faith, dann rein dort. Ich komme. Larry, Hilfe! Ah, bist du wieder wach? Gut. Du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Das neue P-Phone wäre mein Meisterstück gewesen. Damit hätte ich die Hirnströme aller Menschen kontrolliert. Ihr Denken, ihren Sexualtrieb, ihre Gesinnung. Und ich hätte es so aussehen lassen können, dass in Wirklichkeit Faith hinter allem steckt. Aber deinetwegen ist nun alles schiefgegangen. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Natürlich. Ich werde alles in die Luft jagen. Es werden keine Beweise zurückbleiben. Und diese ganze Katastrophe wird man dir in die Schuhe schieben. Damit du die Sekunden, bis du das Ende runterzählen kannst, Larry. Nun. Immerhin sind wir jetzt alleine, Faith. Larry, du verdammter... Faith? Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Verdammt. Einfach so bekomme ich das nie auf. Vielleicht finde ich etwas, womit ich das Schloss öffnen kann. Da würde ich rankommen, aber was soll ich mit Handschellen? Mich auch noch fesseln? Ich komme so nicht dran. Wenn die näher am... Das hat mehr als eine Armlänge Abstand. Ich komme nicht ran. Oha, ein Erdbeben. Was? Wow. Ganz ruhig, Larry. Für den Kaktus. Was war das? Der Kaktus hat dir eine Vision geschenkt. Das war also alles nicht echt? Nein, es war nur in deinem Kopf. Du hast nun gesehen, was geschehen kann. Jetzt brauchst du nur noch den Schlüssel. Ich hatte das schon mal so eine Vision mit einem Schlüssel. Nein, der Schlüssel, der hier. Ach so. Wofür ist der? Dieser Schlüssel ist die Rettung. Dann nehme ich ihn mit. Feigling. Ein Schlüssel. Gibt's da einen geheimen Gang zum Kamin? Okay, den gibt's tatsächlich. Das war kein Traum. Okay, wieder hier. Elray hat gesagt, dass ich erlebt habe, was geschehen kann. Aber nicht, was geschehen muss. Diesmal werde ich BJ aufhalten und Faith retten. Ich muss in die Villa. Aber hier sieht es irgendwie anders aus als vorher.
Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Mir wird das langsam alles zu wirr. Ja, mir auch. Wir nehmen die Gießkanne. Da ist Wasser drin. Jetzt gehen wir hier hoch. Oh, ein Ziegel. Noch ein riesiges Teil. Das ist der Radiergummi. Das Paddel, das ist der... Keine Chance. Steckt zu fest. Das ist die große Pflanze, die wir jetzt gießen müssen. Das fühlt sich nicht richtig an. Und zwar die Lösung. Das hilft mir nicht. Können wir nicht die Gießkanne in den Paddel verwenden? Verbrannte Erde, die können wir doch bestimmt gießen. Das hat den Boden aufgelockert. Jetzt können wir die große Maschine pflücken. Zum Glück kenne ich mich so gut in Physik aus. Oder, Geologie. Was war das mit den Felsen? Das war deine eigene Illusion. Nein, ich muss erst Faith retten. Danach kann ich mit ihr in den Sonnenuntergang gleiten und Cocktails schlürfen. Das wird schön. Okay. Jetzt können wir jemandem eine paddeln. Eine Mülltonne. Da ist irgendwas drin. Auf keinen Fall gehe ich da näher ran. Sondern... Wir paddeln der Mülltonne eine. Okay, ganz vorsichtig. Füttern sie mit der Oberschiene. Oder da kommt so. Das Ding so schnell nicht mehr raus. Jetzt das Fenster mit dem Radiergummi wegradieren. Ja, beziehungsweise mit dem Stein. Das Fenster ist jetzt offen. Dann mal los. Faith, ich komme. Diesmal aber wirklich. Genau wie in der Vision. Aber wo ist Faith? Ich muss nach unten in den Geheimraum. Tun wir einfach die Treppe runter. Die wurden gerade gewischt. Da komme ich niemals runter. Stein können wir nicht einsammeln. Das ist aussichtslos. Die Treppe ist frisch gestrichen. Okay, zum Glück habe ich mir gemerkt, in welcher Reihenfolge wir... Ach du Scheiße. Natürlich habe ich das nicht. Was ist denn hier los? Wo ist der Geheimschalter hin? Jetzt steht hier eine Statue von Faith. Ich muss den Schalter finden. Der ist dahinter. Ich bekomme das Gemälde nicht auf. Irgendwo muss doch der Schalter sein. Irgendwie ich bekomme die Statue nicht auf. Klicken. Irgendwo muss doch der Schalter sein. Oh. Jetzt ist hier der Schalter. Da bist du ja. Na, das war ja mal ein bisschen irritierend. Ich bin bereit. Hoffentlich endet das nicht so wie letztes Mal. Es wird exakt so enden. Faith, ich komme. Autsch! Ah! Ja, ein bisschen anders. Hilfe! Ah, du bist wieder wach? Gut, du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Alles hat so gut funktioniert. Niemand hat gewusst, was für eine Flachpfeife BJ eigentlich ist. Hey! Ich konnte mich im Hintergrund halten. Aber das ist jetzt vorbei. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Ich gehe mit dir auf kein Date. Sag das doch gleich. Was soll das? Warum sperrst du BJ ein? Weil er komplett unfähig ist. Ich habe ihm alle möglichen Beschäftigungen gegeben. Er durfte die Farben für die Geräte aussuchen,
die Styroporsorten für die Verpackung. Er durfte seine Fresse in jede verdammte Kamera halten und sich als der große Chef von Prune geben. Hauptsache, er lenkt von mir ab. Hab ich ja auch. Immer wieder hat er bei Prune für Chaos gesorgt. Die Sache mit den falsch rum eingebauten Antennen im vorletzten P-Phone. Da habe ich ihn nur 5 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Dann ist er immer wieder verschwunden und wir mussten ihn am nächsten Morgen in irgendeiner abgehalfterten Bar in New Lost Wages aufsammeln. Und so hat er auch den Prototypen verloren. Und das ganze Elend nahm seinen Lauf. Anders gesagt, so bist du erst in unser Leben getreten. Leider. Aber er ist doch der Chef. Er ist eine Marionette, nichts weiter. Also habe ich BJ angeheuert. Einen abgehalfterten Schauspieler. Es musste schließlich ein Mann ganz oben stehen. Irgendwann habe ich es genossen, alles aus dem Hintergrund lenken zu können. Aber wegen dieses Chaos, das du angerichtet hast, steht meine Firma am Abgrund. Und BJs Zeit ist vorbei. Solltest du nicht den bösen Plan haben, das P-Phone als Überwachungsgerät zu nutzen und alle Menschen kontrollieren zu wollen? Was meinst du damit? Das tun wir doch längst. Alle Leute überlassen uns ihre Daten freiwillig. Und die Sensoren des P-Phone zeichnen alles auf. Alles, was ich gesagt habe? Glaub mir. Ich weiß mehr über dich, als ich jemals wissen wollte. Es wird mich einige Mühe kosten, dich wieder zu vergessen. Aber keine Sorge. Das wird mir schon gelingen. Tja. Überlegst du dir das doch nochmal mit dem Date? Vielleicht? Ja. Nein, genug jetzt. Sage ich doch. Was für ein Schwächling. Wie passend, dass ihr beide nebeneinander verrotten werdet. Hier findet euch niemals irgendjemand. BJ war ein Fehler. Ich hätte ihn schon früher austauschen sollen, als er durchgedreht ist. Wäre das nicht auch ein Job für dich? Schließlich hast du Durchhaltevermögen bewiesen. Tja. Niemals lasse ich mich für deine dunklen Machenschaften einspannen. Du würdest sowieso nur vom ersten Rock abgelenkt sein. Nein, Larry. Du wirst hier dein Ende finden. Oh nein. Dann schließen wir mal den Käfig auf. Ach, dafür war der Schlüssel also. Da hat jemand Bescheid gewusst. Ich will ihm eine Panne. Keine Zeit. Ich muss Faith hinterher. Wie kommen wir hier raus, BJ? Lass mich zurück, Larry. Ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Oh, okay. Geht klar. Mist, ich bekomme sie nicht auf. In der Vision vorhin hat BJ damit den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Ich hoffe, jetzt ist es nur der Türöffner. Sehr gut. Beides. Ich muss einfach nur auf meine Instinkte vertrauen. Faith, ich komme. Oh. Und nun müssen wir hier auch wieder hochkommen. Oh, der Raum ist innen größer als außen. Oh je. Yeah. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders ein Hosenstall. Da sind wir oben. Aber aus dem Fenster. Auf zur Klippe. Komm mir nicht zu nahe. Ich hole uns eine schöne Flasche Wein. Du bist schlimmer als BJ. Baby, lass uns gemeinsam durchbrennen. Zwing mich nicht, dich hier runterzuwerfen. Das ist doch alles nur ein großes Missverständnis. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment,
Was für ein Türöffner? So ein roter Knopf? Der rote Knopf bei der Tür? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Faith, was hast du getan? Du Idiot, hast die Selbstzerstörung aktiviert. Tja. Das war's dann mit der schönen Villa. Ach, der rote Knopf. Ja, der rote Knopf neben der... Ach, ist doch scheißegal. Faith! Geh nach rechts. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Das hätte ich nicht gedacht. In welcher App bekomme ich Punkte dafür? Larry, ich glaube, wir sollten... Oh. Happy End. Oh. OMG. Ausgenockt. Faith! Oh nein. Auf und davon. Und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Traurige Geschichte. Aber wenigstens lebt sie noch. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie gefunden habe. Sie hat versucht, dich zu töten. Mehrmals. Meine Güte, was sind die im 21. Jahrhundert alle empfindlich geworden? Und BJ war im Haus, als es explodiert ist? Stimmt ja. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ein Bier. Ach was? Drei. Ist er ja. Wie hast du dich befreit? Der Käfig ist beim Aufprall zerschellt. Und du, Larry? Was machst du jetzt? Ich werde Faith suchen, Clun retten und dafür sorgen, dass sie die Chefin wird. Ich werde einen Weg finden, zurück in die 80er Jahre zu reisen. Ich weiß jetzt, dass es meine Bestimmung ist, Alpaka-Trainer zu werden. Keine Ahnung. Wie ist das jetzt mit dem... Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich wäre. Wer eine Explosion überlebt, verkraftet auch dein Bier, Lefty. Na gut. Oh, neue Matches bei Timber. Lass stecken, Larry. Endlich geschafft. Die End. Und da kommen die Credits. Da haben wir das Spiel durchgespielt. Das war Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Family, Larry, oh Larry, is happy with his life. He has some kids.
Ich wollte die Musik spielen lassen. Das ist nämlich nicht gelabert. Ja. Leider ein sehr gutes Spiel. Ja, danke fürs Zuschauen. Nette Jungs kommen zum Schluss. Ah, wenn man die Credits sich angeguckt hat. Wir haben jetzt noch was. Ein Epilog. Ein Zusatzepilog. Glaube ich zumindest. Schauen wir uns das an.